Ich heiße Daniel Hammer und ich habe 2015 die Firma Hammer Tackle gegründet. Ich sitze hier gerade mit meinem guten Freund Alexander Kobler. Mit dem hatte ich schon vor mehreren Jahren die Idee, eine eigene Firma zu gründen. Weil wir einfach Bock haben, Bock hatten, so ja, zusammen unsere zwei Köpfe in ein Projekt einzubringen. Ein paar Jahre später haben sich dann die Situation wieder ein bisschen verändert. Der Alex ist dann ziemlich viel angeln gegangen, hat an seinem Buch gearbeitet. Und ich habe in der Zeit eigentlich schon an dem Projekt Hammer Tackle, will ich sagen, eigentlich gearbeitet. Ich hatte damals die Idee, eine praxistaugliche Angeltasche zu einem relativ fairen Preis zu verkaufen und habe mich sehr lange auf die Suche nach einem passenden Lieferanten gemacht damals. Im Jahr 2015, im Sommer, war es dann soweit und ich habe angefangen, meine ersten Taschen über meinen Online-Shop zu verkaufen. War dann auch Ende des Jahres 2015 auf der ersten Messe, witzigerweise zusammen mit Alex. Alex hat damals sein Buch Carp Gypsies zum ersten Mal verkauft in Deutschland und ich zum ersten Mal auf einer Messe eigentlich meine Angeltaschen. Und ich glaube, dass unser Stand so der Hingucker war auf der Messe, der so ganz provisorisch aufgebaut war mit, ich weiß nicht, wir hatten eine Banane, Bananenboot hatten wir dahingestellt. Ja, Bilder haben wir aufgehängt. Bilder aufgehängt von Freunden und Tarnnetze und so. Und die Leute fanden dieses provisorische, sympathische eigentlich richtig anziehend. Also da war schon richtig was los in unserem Stand. Das hat eigentlich auch bestätigt, dass es, ja, zu professionell muss es nicht sein. Ja, es war, also war für uns beide auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Messewochenende. Alex hat ziemlich viele Bücher verkauft. Ich habe damals meine ganzen Taschen, die ich dabei hatte, auf der Messe verkauft. Ja, es war auch unprofessionell in der Vorbereitung, weil meine Taschen damals erst einige Stunden, bevor die Messe angefangen hat, nachts auf dem Parkplatz angekommen sind. Stimmt, in Wallau mit der Luftfracht aus Frankfurt. Ich habe dann noch nachts sehr, sehr unruhig geschlafen damals. Aber hat alles funktioniert, hat alles rechtzeitig noch geklappt. Und wir hatten damals ein sehr schönes Messewochenende eigentlich und für uns auch erfolgreiches. Für mich damals war das auch so ein bisschen der Grundstein und, sage ich mal, die Bestätigung an der Idee. Geil. Ja. Ah! Ah, nein, ausgeschlitzt. Oh nein. Nein.